Bei jedem Einkauf im Asti Store erhältst du 5% Rabatt. Zeig uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Gewinne außerdem 2 VIP-Tickets für das letzte Heimspiel gegen Sonnenhof Groß-Asbach. Als allererstes denke ich, muss man sagen, dass die Stuttgarter Kickers nicht so wie ein drittletzter spielen. Spielen meines Erachtens einen richtig guten Ball. Und dann sind wir am Ende einer englischen Woche, was nicht die Ausrede sein darf. Aber trotzdem sind wir natürlich alle ein bisschen schwach, ein bisschen kaputt. Genauso aber wie Stuttgart. Ich weiß nicht, wieso es am Ende nicht geklappt hat. Wir hatten ein bisschen Pech in der ersten Halbzeit mit zweimal Eile, der den Pfosten und die Latte trifft. Wenn er die beiden macht, denke ich, sieht das Spiel auch anders aus. So geht man mit einem 0-0 in die Halbzeit und dann wird es schwer. Ich glaube, das war heute keine leichte Partie, weil wir wussten auch, Stuttgarter Kickers können gut spielen. Und auch wenn sie hinten drin stehen, die werden natürlich auch Abstiegskampf alles hinterherlaufen und alles so dran. Und wir sind trotzdem froh, dass wir heute ihren Punkt mitnehmen konnten. Wie der Trainer sagt, man muss auch sehen, was der Gegner zulässt. Die haben uns in der ersten Halbzeit sehr gut gemacht. Die haben die Räume sehr gut zugemacht. Wir konnten unser Spiel nicht so wirklich zwischen den Linien kommen. Wir waren teilweise auch zu ungeduldig, dass wir dann auch die Bälle verloren haben und uns gut haben auskontern lassen. Gut, wir haben in der ersten Halbzeit auch die eine oder andere Chance gehabt. Wenn wir da in Führung gehen, sieht das Ganze anders aus. Aber ich denke mal, gut, erste Halbzeit, zweite Halbzeit, wenn man jetzt beide so zusammen anschaut, dann denke ich mal, geht es in Ordnung. Ich glaube, vom ganzen Spiel her, von der ersten Halbzeit, wenn wir die drei Chancen, die wir haben, mit Niklas, mit Justin und da geht, glaube ich, noch einer am Pfosten hin, sind 300%ige Chancen. Wenn die reingehen, dann hätten wir dieses Ergebnis gehabt, weil da hat Stuttgarter Kickers nicht so viel entgegensetzen können. Und dann wird es halt natürlich schwierig, wenn du deine 100%igen Chancen nicht reinmachst. Dass die Fußball spielen können, ist auch klar. Dass die mal über den Standard kommen oder irgendwas zu Chancen kommen, kann man nicht verhindern über 90 Minuten. Aber ich glaube, wie gesagt, wenn wir unsere Chancen reinmachen in der zweiten Halbzeit, schießen wir auch nochmal einen Pfosten hin. Die Möglichkeiten waren da, wenn die reingegangen wären, dann hätten die Fans ihr Ergebnis gehabt und wir natürlich auch. So müssen wir einfach mit dem 1-1 leben und mit 7 Punkten in der englischen Woche. Ich glaube, da können wir mehr als zufrieden sein. Ja, ich habe gesagt, auf dem langen Pfosten wollte ich ziehen, so wie es eigentlich sich gehört. Und es ist natürlich schön, dass ich endlich mein erstes Tor hier im Heimstadion machen konnte und bin froh, dass er hinten ins lange Eck eingeschlagen ist und bin sehr froh darüber. Marvin trainiert es extrem, fast jeden Tag, dass er sich nach dem Training nochmal 5-6 Bälle hinlegt. Er schießt auch Freischüsse extrem gut, also die kommen super scharf, sehr, sehr schwer, in manchen Situationen flattern die noch. Ist immer schwer dann für einen Torwart auch das abzuschätzen, zu reagieren. In dem Fall macht er ihn einfach super rein. So gehen wir halt zu den Führungen. Ja. Freut mich schon mal auch, dass er auch direkt reingekommen ist, direkt getroffen hat. Ja gut, danach haben wir halt vielleicht zu offensiv gedacht, wollten vielleicht zu sehr auf das 2-0 gehen und haben der Defensivarbeit vielleicht ein bisschen vernachlässigt. Dadurch ist das 2-0 gefallen. Aber trotz alledem ein Punkt, 7 Punkte aus der englischen Woche, damit können wir sehr zufrieden sein. Ja genau, aber jetzt erstmal regenerieren, die Beine frei bekommen, den Kopf frei bekommen und dann mit voller Power wieder das nächste Auswärtsspiel bestreiten.